Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 595 und stehen schon für den ersten Mod. Die hängt nämlich hier hinter unserem Standard New Holland. Das ist nämlich ein Tiefenlockerer von Farmhead. So sieht es mich aus. Da oben steht es auch dran. Jetzt bin ich schon reingelaufen irgendwie, weil das hintere Teil hier hat irgendwie keine Kollision. Das ist auch ein zusätzliches Anbauteil. Das eigentliche Gerät an sich hat schon eine. Also irgendwie ein bisschen komisch, aber ist halt so. Ist, was mir so aufgefallen war. Und wie gesagt, da seht ihr das gute Stück schon. Typenbezeichnung ist KRTECDG3. Also komplett, total natürlich gewählt sozusagen. Ja, ich würde sagen, wir machen ihn einfach mal an. Das ist das Einfachste. Ne? Da sehen wir mal, wie in eine Runde Tiefen gelockert wird. Und dann gleich mit der Walze hintenher wieder alles platt gemacht wird, um es mal so auszudrücken. So, Helfer wieder aus. Da sehen wir, arbeitet und macht aber einwandfrei, so wie es sein soll. Ne? Hier sieht man es vor allen Dingen, weil er einfach die Pflanzen schön runde platt gemacht hat, die arme Hirse. Ne? Aber das ist es halt. Wir haben Reflektorengeschichten und sowas dabei. Wir gucken uns das Ganze mal im Shop an. Wie gesagt, sollten wir unter Tiefenlockerer finden, wenn ich mich nicht täusche. Ganz am Ende, da haben wir es auch, 6600, 2,20 Meter Arbeitsweite, 150 PS. Ne, man kann mit Hilfsräder machen, mit hinterer Walze machen, man kann ne, ohne Warntafeln, mit Warntafeln machen. Das ist halt diese Warntafelhalter-Geschichte da halt. Ne? Und Beleuchtung dementsprechend dann noch setzen, das kann man dann auch noch. Dann kommt die Kabellage hier auch dazu, das sieht man hier dann auch. Ne? Das ist aber knapp über 7000, die man dann dafür investieren darf. Ne? Ja, so einfach ist das. Das war schon die erste Mod. Texturenmäßig sieht das ja normal aus, sag ich mal so. Ne? Schrauben und sowas, man sieht hier, Hydraulikzylinder, ist alles okay soweit. Kann man sich nicht beschweren. Ne? Schönes kleines Stück. So, und wir gehen weiter. Das ist ein Zweiteil, was wir jetzt vor uns haben. Das läuft unter verzinkten Gülle fast, da seht ihr das Ganze auch. Ist ein Garant, Kotte, ne? Seht ihr dementsprechend da auch dran stehen. Den gibt es in zwei Varianten so komplett fertig. Zeige ich, glaube ich, zuerst am Shop. Das ist also kein Zusatzbauteil, was ihr da dementsprechend seht. Sondern wir haben einmal die Variante ganz normal, in Anführungsstrichen, 9000 Liter normal verzinkte Version. Hier seht ihr, ne? Mit Schwanenhalsgeschichte. Ne? Da können wir hier auch noch ein bisschen ändern, was je nachdem, was für eine Ausgabevariante wir haben wollen. Wir können auch KW-Code draus machen. Ne? Seht ihr selber. Bis hin zum Modder-Part ist alles mit dabei. Also das haben wir schön durchwählen, deswegen hat er einen neutralen Namen. Also es ist nicht, dass ne, Landwirt.com gesagt hat, hier, mir fällt nichts ein, sondern man kann auch schlecht alle Namen gleichzeitig reinsetzen. Es ist halt ein Güllefass verzinkt, 9000 Liter und man hat halt verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten und ja, zusätzlich natürlich auch noch das Nummernschild. Die zweite Version ist im Prinzip ähnlich. Ne, da haben wir auch die Markenauswahl. Dadurch ergibt sich dann hier vorne auch teilweise die Gestellfarbe dementsprechend dann. Ne. Wir haben auch noch Designfarbe. Das ist halt dann die Schlauchgeschichten. Da hatte ich jetzt draußen nicht viel dran gewurschtelt. Ich habe das also auf Garant gelassen. Und dann seht ihr, dann kostet das Ganze mit dem System dann ein bisschen mehr. Aber man kann halt nur das eine oder das andere nehmen. Es ist jetzt nicht, dass man das hier abnehmen kann oder ans andere ransetzen könnte. Man muss sich dann schon überlegen, was man kauft. Ne. So simpel ist es. Ich mache ihn hier auch mal an. Wir klappen das Ganze auch mal auseinander. Ja, heute ein bisschen belegte Stimme. Ne? Nichts bei denken. Ich denke da auch nichts bei sozusagen. Dann können wir die Schläuche runtersetzen. Und dann liegt er los. Ne? So einfach ist das Ganze. Dann kann ich das Ganze wieder ausmachen. Dann fährt das wieder hoch. Ja, also wie gesagt, funktioniert auch einwandfrei. Ne? Sieht auch dementsprechend soweit alles ganz gut aus. Kann ich sich echt nicht beschweren. Und wie gesagt, man kann halt dann gucken, was für einen Hersteller man dann wählt. Ihr seht hier, ist es in dem Fall, dass hier vorne dann grün, weil hier das Kotte und der eine Winkel von Kotte ja auch grün ist. Deswegen passt das dann. So, ja, das war die Mod. Jetzt kommen wir zu einer Doppel-Mercedes-Mod. So einfach ist es. Ich kann auch kurz das andere Fass noch eben zeigen. Das steht natürlich dann hier noch auf dem Platz. Ich wollte das ja nicht ganz ohne darstellen. Ich habe aber jetzt hier auch nur Garantkotte dran stehen und hier seht ihr die Standardverteilergeschichte halt. Ne? Seht ihr, so sieht das Ganze aus. Das andere ist ja der Schwenker, der das kann, ne? Die Auswahlmöglichkeit, die wir zusätzlich hat.
Ja, hier auch das andere 9000 Liter Fass halt. So, ja, und jetzt kommen wir zu Mercedes. Zweimal. Wir kommen nämlich einmal hier zu dem Sprinter und einmal zu dem kleinen Bus da vorne. Und hier habe ich dementsprechend alles mal in Rot gewählt. Wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten. Ihr seht hier auch schon von den Steuerungsgeschichten her, wir haben ja einiges zum Auf- und Zumachen. Ne? Wir sehen selber, dass hier ist eine Werkstattseinheit sozusagen. Da ist der Türknopf, den muss man mal erst suchen dann. Ne? Ihr seht, das ist dann halt eine Werkstattgeschichte, die kann ich dann aufklappen und sowas. Ich mache das jetzt hier mal alles wieder zu. Ne? Hier hinten können wir auch die Tür aufmachen. Ne? Da die Tür auch. Seht ihr, das ist alles so machbar, ohne Probleme. Aber ich mache das jetzt trotzdem mal per Innensteuerung R und mache mal die Hilfe an. Dann seht ihr es nämlich selber hier auch. Wir haben hier Löschen, Missing, Action, bladibluppdi, warum auch immer oder was auch immer sein soll. Das ist eine andere Geschichte. Ich mache mal den Motor an, dann klappen wir das Ganze mal auf. Dann geht die Tür hinten nämlich dann auf. Ja, wir können hier Spanngurte anbringen, weil wir hier was drin transportieren können, wie ihr seht. Ja. Helfermenü ist eine gute Frage, was er denn helfen will. Aber das hier scheint eine Werkstattgeschichte und sowas zu sein. Wir haben hier Rundumleuchten übrigens und ne, wir blinken vernünftig. Ne, wir haben so ein Tagesfahrlicht an, weil wir Motor anhaben. Ne, wir blinken auch an der Seite. Das Hintenblinken ist natürlich ein bisschen ungeschickt von mir gelöst, das gestehe ich zu. Dann haben wir hier nochmal Licht. Klappen dafür auch nochmal wieder zu, seht ihr hier. Licht vernünftig vorne in zwei Stufen. Da seht ihr, dann kommt die Einheit noch dazu. Unten noch eine Seitenbeleuchtungsgeschichte. Das passt soweit alles. Ich mache auch mal ganz kurz den Innenbereich. Wenn wir hier Licht anmachen, dann sehen wir im Tachometerbereich an sich, unten geht eine Kontrollleuchte fürs Licht dementsprechend dann an. Ne? Wir haben hier, glaube ich, Interactive Control an, also glaube ich nicht Simple, sondern das Aufwendigere sozusagen. Sieht sonst von der Innenausstattung auch noch einigermaßen vernünftig aus, muss ich sagen. Also, das geht alles, kann ich sich nicht beschweren. Ne? So, dann hüpfe ich mal wieder raus. Dann stehe ich hier. Nee, gar nicht. Ich wollte ihn wieder aufklappen. Aufklappen. Ja, ich bin wild am Hin- und Her hüpfen. Das stimmt. Der ist also aufgeklappt. Spanngurte ist klar. Also ich habe jetzt sowohl entfernen wie auch das andere probiert wegen der Löschengeschichte. Vielleicht muss auch noch was nachgearbeitet werden, um halt, dass irgendwas ne, passiert oder nicht passiert, sag ich mal so. Wie gesagt, so klappen wir das Ganze auf. Ich weiß nicht, ob da werkstatttechnisch das denn ist. Das ist ja auf jeden Fall da Servicewagen oder sowas in der Richtung, so wie es aussieht. Oder er hat halt gar keine Funktion, ist einfach nur hübsch. Das weiß ich jetzt nicht genau. Habe ich jetzt nicht genau gelesen und mich macht die Löschenfunktion da oben. Ne? Normalerweise hat man sonst nur Simple IC-Geschichten oder IC an sich Geschichten nur als Standard, aber man hat kein extra Aufklappen, wenn keine Funktion ist, also eher selten. Ne? Deswegen, ja, ne? Müsste man halt dementsprechend gucken. Wir gucken einfach mal im Shop, das macht das Ganze einfacher. Ich glaube, die laufen beide unter Autos. Gucken sicherheitshalber. Ja, da haben wir ihn. Ne? 7-Gang-Automatik, 180 fährt er. Ne, wir können hier Rundumleuchte sagen, ja, nein. Wir können Plastikbumper oder lackierter Bumper sein oder den Color-Bumper und das Kühlergitter dementsprechend, Kühlerfront anders lassen. Ne, können Standardlampen, erweiterte Lampen. Ne, wir können auch hier hinten das Zubehörzeug reinsetzen oder nicht. Ne, wir können hier die Anhängerkupplung hinten noch setzen. Also war es halt. Standardtor, ne, oder halt ne, hinten Fensterchen aufzumachen. Und halt die Farbe wählen. Ne. Wir hätten jetzt hier auch ein Dunkelblau wählen können. Das ist das Ganze dunkelblau. Und durch das, dass man hier vorne den Bumper wählen kann, seht ihr selber, haben wir also Teile oder alles in Wagenfarbe, wie man halt möchte. Kennzeichen lässt sich noch ändern. Und wir sind hier bei 51.408. Ja? So sieht das Ganze aus. So, die zweite Variante zeige ich auch gleich mal mit. Das wird der V250 aus dem Jahr 2017 sein. 180 PS auch hier. Haben wir Möglichkeit, die Fenster zu tönen zum Beispiel. Wir können Kuhfänger vorne ransetzen mit und ohne Zusatzlampen. Da sieht man sie auch.
Wir können auch eine LED-Bar aufs Dach setzen. Wir können die Hauptfarbe anders wählen. Wir können auch eine andere Designfarbe wählen hier. Das ist dann der Felgenpart, wie ihr hier seht, ne, in dem Fall. Und das ist das, was hier ist. Das ist halt ein normales Fahrzeug. Das kostet 72.250. Das ist die Version. Die gucken wir uns aber gleich an. Ich würde sagen, wir drehen hier einfach erstmal eine Runde mit und dann kümmern wir uns mal um das andere Fahrzeug. Ja, der Punkt hier war, also bis 74 hat er ganz normal beschleunigt. Also wir haben, jetzt muss ich anscheinend auch Rückwärtsgänge wieder reinmachen. So. Also er hat bis 74 ganz normal halt beschleunigt und dann wollte die Automatik plötzlich nicht mehr. Das heißt, jetzt musste ich jeweils immer schalten. Das macht er mit der Nummernblock, ne? Plus minus, falls das Original noch eingestellt ist. Warum man hier das so machen musste oder muss, keine Ahnung. Aber leider ist es so. Ja, ich steige jetzt, mach den Motor mal aus, steige nochmal aus. Ich mache mal für ein Foto gleich hier mal das Türchen auf. Und wir kommen jetzt einfach zum zweiten Fahrzeug. Das habe ich euch im Shop ja schon gezeigt. Wir hüpfen mal eine Runde rein hier, da seht ihr es. Wir machen ganz normal Licht an, da haben wir auch vorne Zusatzlichter hier einmal an. Ob der mittlere Part da nicht ist oder ob es ein Reflektorenpart nur sein soll, das weiß ich so nicht. Und die LED-Streifengeschichte, die geht dann hier oben, ne? Also der Blitzer geht dann an ganz normal, wie der sonst Rundumleuchten anmacht. Und warum der LED-Streifen nicht angeht, weiß ich nicht. Also auch da müsste man mal gucken. Ich weiß nicht, hier, da sieht man aber auch schon, es gibt wohl wieder Probleme. Das Aufklappen ist in dem Fall dann hier die hintere Klappe, die man aufmachen kann. Ne? So sieht das aus. Wenn wir dementsprechend aussteigen, dann können wir auch Seitentüren und sowas öffnen. Seht ihr selber. Das funktioniert dann auch alles. Auch die normalen Türen. Und das funktioniert hier natürlich auch auf beiden Seiten. Ne? So, ja, warum jetzt... ne? Also wie gesagt, ich hoffe, dass es da noch ein Update für gibt. Weil an sich so, seht ihr selber... Ich habe das jetzt hier die Felgen mal so ein bisschen wagenfarbenmäßig angepasst, mit schwarz abgesetzt. Das sieht schon alles sehr gut aus. Ne? Auch der Innenbereich soweit ist ganz okay. Wenn ich hier den Motor anmache, seht ihr schön. Ne? Wir haben hier schön Licht, was dazu angeht. Hintergrundbeleuchtung der Tasten und sowas, alles ist da. Das passt schon. Das Einzige, was jetzt hier gerade nicht passt, ist wohl der Spiegel, so wie es aussieht. Oder da ist irgendwas im Weg. Aha, da ist das gute Stück hier im Weg, warum auch dann mal das runtergeklappt ist. Aber das scheint wohl irgendwie so ein Entertainment-Part für den hinteren Bereich darzustellen oder sowas, weil das hat man ja manchmal. Man sieht an dem vorderen Mercedes schon, ne, die Lampenstufen, die funktionieren dementsprechend auch einwandfrei. Ne. Das hatte ich hier dementsprechend auch schon. So, wir haben dann natürlich auch noch den Blinker, der hier auch über den Spiegel funktioniert und hinten oben auch. Ne. Und Umleuchten hatten wir ja schon. Wie gesagt, warum ich die LED-Lampe leuchtet oben nicht zum Leuchten kriegt, weiß ich leider nicht. Ich habe es ganz normal als Zusatz gemacht und ja, irgendwie ist da nicht viel passiert leider. Also ja, sieht sonst gut aus. Ne? Wer mit dem Lichtpart so in der Form leben kann, der ja, ne? Der tut's. Ne? Weil wie gesagt, sonst ein schönes Fahrzeug. Deswegen habe ich es ja auch. Ne? Ich habe früher mehr sowas in der Richtung, mehr von Fahrzeugen in der Richtung vorgestellt. Heute picke ich mir ab und zu mal eins raus, ne? Weil es halt mehr interessante Geräte sonst gibt, die man auch direkt nutzen kann. Aber hier fahren wir jetzt auch immer eine Runde mit. Ja, der Kollege hier hat eine Automatik, das passt natürlich dann. Da seht ihr schöne Bremslichtgeschichten, wir haben Rückfahrlichter. Und hier sieht man auch sozusagen das, ne, da steht einfach nur Mercedes drin, aber das ist der Entertainment-Monitor, den ich vorhin dementsprechend im Spiegel im Weg hatte sozusagen. Ne? So, ja, ich stelle es einfach mal hier neben. So, dann haben wir den ganzen Spaß nämlich schon. So schnell geht's. Ja, das waren die Mods für heute.
Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.